Oi, da, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Heute wieder mal mit einem Meta-Ranking. Und zwar für den Juli 2015. Nochmal schnell bevor der Monat endet. War ein bisschen merkwürdig, der Monat. Liste hat auf sich warten lassen und dann kam sie irgendwann vor kurzem erst Mitte des Monats und hat auch nicht wirklich viel verändert. Also ist es relativ schwer, für diesen Monat eine Liste mit einem Meta-Ranking zu machen. Deswegen diesen Monat Special Edition gebe ich euch. Kleine Prediction, wie die Decks momentan noch so aussehen. Hat sich ja nicht viel geändert. Und dann schauen wir mal nächsten Monat, wenn mehr Zeit vergangen ist, wenn die Liste halt dann schon länger draußen ist, wie sich das ausspielen wird und wie die Decks dann wirklich sich platzieren. Und dann auch noch mit dem neuen Booster-Set, Clash of Rebellions und den neuen Decks halt, Ignites und sowas. Mal schauen, wie sich das auswirken wird auf die Liste. Und diesen Monat halt, weil kaum Turniere in der Zwischenzeit waren, in dem Zeitraum, wo die Liste rauskam. Und sich halt auch nicht wirklich viel was geändert hat. Heute halt diese Special Edition, da haben wir auf Platz 10 halt Mermel. Wieder mal auf Platz 10, war glaube ich schon mal auf Platz 10 bei uns auf der Liste. Und Atlantean Dragoons wurde auf 2 erhöht. Dadurch kleiner Push für Mermel. Und alle hoffen halt, dass dieser Atlantean Prinz bald rauskommen wird. Und Mermel dann wieder Tier 1 wird. Und bis dahin halt erstmal nur Platz 10. Besser als nichts, weil letzte Monat war es gar nicht auf der Liste. Dann haben wir auf Platz 9 Heroes. War letzten Monat sogar auf 8. Ist ein bisschen gesunken. Gefallen. Stratos ist nicht zurückgekommen. Leider. Also kein Push für Heroes und deswegen ein bisschen weiter unten. Dann haben wir auf Platz 8 Infernoids. Waren letzte Woche auf 9, also ein Platz gestiegen. Einfach mit Heroes die Plätze getauscht. Und nächste Woche, paar Tage nur noch, dann kommt endlich Infernoid Support. Ich habe dazu ein Video gemacht. Überraschenderweise waren es nur 3 Karten und meiner Meinung nach auch nicht so gut, aber wir werden sehen, wie die Karten dem Deck weiterhelfen werden, ob sie damit dann endlich weiter oben in den Platzierungen landen, aber bis dahin erstmal nur Platz 8 diesen Monat. Dann haben wir Jusenju, hat sich nicht viel geändert, letzten Monat auf Platz 7, diesen Monat auch wieder auf Platz 7. Es wurde nichts gestärkt, nichts geschwächt, das irgendwie Jusenju beeinflussen sollte. Dann haben wir auf Platz 6 auch ebenfalls wieder Ritual Beast. Hat sich da auch nichts wirklich geändert. Emergency Teleport wurde vor ein paar Tagen angekündigt als Reprint in diesem High Speed Riders Ding. Also wer sich Spirit Beast bauen wollte, aber bisher noch nicht konnte wegen den Teleports, der hat dann die Möglichkeit für ein bisschen billiger sich die ranzuholen. Ansonsten gibt es nichts viel zu sagen zu Ritual Beast. Auf Platz 5 haben wir da Shadol. War letzten Monat auf Platz 4. Ist ein bisschen gesunken. Hat zwar EM gewonnen, aber ansonsten habe ich davon nicht viel gesehen. Wahrscheinlich, weil alle dachten, dass El Shadol Fusion auf 1 geht und Konstrukt wahrscheinlich. Also jeder dachte, dass Shadol am härtesten getroffen wird und deswegen wurde es gegen Ende der Liste wahrscheinlich nicht mehr so oft gespielt. Aber Shadol wurde nicht getroffen, alles bleibt beim Alten. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es dann August wieder weiter oben mitspielen wird. Dann haben wir auf Platz 4 Satella. War letzten Monat auf Platz 2, ist stark gesunken. Ich habe einfach das Gefühl, dass es momentan ein bisschen zu langsam ist. Das Deck bleibt einfach immer so, wie es ist, verändert sich nicht viel, entwickelt sich nicht weiter und deswegen zurzeit auf Platz 4. Einfach keine Innovation in dem Deck. Im Gegensatz zu Platz 3. Da haben wir halt Clifford, war letzten Monat auf Platz 5, ist gestiegen. Und deswegen gegen Turbo Cliffords, Tower Turbo, wie auch immer man es nennen will. Das zeigt halt Innovation, neue Karten, neues Deck. Im Gegensatz zu Satella jetzt zum Beispiel, das halt immer gleich ist. Und diesen Monat auf jeden Fall auf Platz 3. Dank der neuen Clifford-Variante. Dann haben wir auf Platz 2 Burning Abyss. War letzten Monat auf Platz 3 sehr knapp. Hätte ich ein paar Informationen früher gehabt, dann wäre es auf jeden Fall auch auf Platz 2 gewesen letzten Monat. Diesen Monat endlich dem verdienten Platz 2. War eine Zeit lang eher schwächer. Dann hat es irgendwie wieder ein Comeback geschafft und jetzt wieder ganz weit oben mit dabei auf Platz 2. Denke mal, das wird auch so bleiben. Also zumindest auf jeden Fall Top 3 nächsten Monat. Dann haben wir natürlich auf Platz 1 immer noch Necros. Wurde zwar geschwächt,
zu Recht, weil es die ganze Zeit auf Platz 1 war. Aber bisher, so wie ich es gesehen habe, ist es immer noch spielbar, ist es immer noch auf Platz 1. Aber natürlich nicht mehr so deutlich auf Platz 1, wie es davor war. Es ist auf jeden Fall jetzt knapper mit den anderen Plätzen. Und wer weiß, was das nächste Set bringt und der nächste Monat. Es kann jetzt auf jeden Fall durchaus sein, dass Necros vom ersten Platz runterfällt, dadurch, dass es geschwächt wurde. Aber wir werden es nächsten Monat sehen. Ansonsten war es das auch schon, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.